I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. Weißt du noch? Super vorsichtig. Danke. Okay. Oh, okay, alles gut. Alles gut. Wasserrad als Antrieb. Aufzugssystem. Versunkenes Schiff. Absichtlich versenkt. Haben Sie hier Schätze hinaufgeschafft und die Schiffe versenkt, um den Eingang zu verbergen? Verbergen? Piratenweg. Jetzt in die Höhle. Die Höhle? Ja, eventuell haben wir keinen Empfang. Mach dir keine Sorgen. Gut. Ich lasse für euch das Licht an. Okay, ich melde mich. Dankeschön. Geschafft. Ein ziemlicher Umweg. Da können wir. Mal sehen, was Avery hinterlassen hat. Ja, bitte. Diese Schorleinschweine waren direkt neben der Höhle. Ja, aber wir sind wohl die Ersten hier drin. Oh, kalt. Komm, hier durch. Zum Glück habe ich nur leicht gefrühstückt. Gruselige Dismas-Statuen? Na klar. Steinstufen, na klar. Nathan, ich glaube, wir sind in einer Piratenhöhle. Danach aus. Hier, sieh dir das an. Etwas glitschig. Hier drin ist ein Griff oder sowas. Na dann zieh mal dran. Was? Und wenn es eine Falle ist? Du bist doch schon drin. Was kann denn schon passieren? Ich verliere meine Hand? Dann kriegst du einen Haken. Oder meinen Arm? Jetzt zieh dran. Haken. Okay, dann mal los. Oh. Ernsthaft? Hallo. Ja. Hallo.
Interessante Einrichtung. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Tja, ich nehme an, Avery war ein besserer Pirat als Dichter. Das ist nicht von Avery. Was meinst du? Hier. Das ist der Rhode Island Pirat. Thomas Tu. Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Tu starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich Tus Zeichen ist, was hat er dann mit all dem hier zu tun? Eine verdammt gute Frage. Wer würdig ist. Was glaubst du, wer diese Typen sind? Die, die unwürdig sind, denke ich. Ich glaube, Avery oder Thomas Tu will uns nur Angst machen. Zum Glück sind wir knallharte Schatzsucher. Zum Glück. Tu's Siegel. Was macht er in Schottland? Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Ach ja. Wirkt so sicher wie die anderen. Bis jetzt hat sie gehalten. Berühmte letzte Worte. Oh, ein Schatz. Mein Schatz. Coole Waffe. Well. Dynamitstange. Naja. Diese Brücken sind nicht vorschriftsmäßig gebaut. Aber klar doch. Piratenvorschrift. Nicht schlecht. Oh nein. Ich habe jetzt noch Steine im Schuh vom Rutschen. Okay. Darin bin ich schon Profi. Also hat Tu diesen Ort mit Avery erbaut. Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Avery versteckt seinen Schatz. Warum weiter einen anderen Piraten ein? Vielleicht war der für ihn Teil seiner Mannschaft. Vielleicht hat er ihm so ein Dismas-Kreuz geschickt. Ja, vielleicht hat Tu den Schatz eingesackt. Sag das bitte nicht.
Na, wir werden es bald herausfinden. Gehen wir nicht da lang. Wenigstens sind wir nicht in eine Grube gefallen oder so. Das ist raffiniert. Kann man wohl sagen. Aha. Scheiße, Dreck. Noch ein Hebel. Vorsichtig. Ja, ich zieh nur schnell die Hand da raus. Oh. Himmel. Ein ziemlich ausgeklügelter Test. Prüfung. Ja. Und der Typ hat wohl nicht bestanden. Machen wir es besser. Da unten, da ist etwas. Ein Eimer. Okay. Was jetzt? Gut, gib ihn mir hoch. Ich stelle ihn zurück auf das große Rad. Okay, mal sehen, wofür die Räder sind. Okay, ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Ist da was mit den drei Kreuzen? Ja, das sind Jesus, unser guter Dieb Dismas und der böse Dieb Gestas. Dann ist das weiße Kreuz Dismas. Und das schwarze ist Gestas.
hat sich was bewegt, als du den Eimer draufgestellt hast. Ein Kanal verläuft vom Mechanismus zur Tür. Okay. Eimer oben ist also gut. Lass ihn da. Come back. Okay, das muss es sein. Finden wir es raus? Wir? Ziehst du dann am Hebel? Oh nein, diese Ehre will ich dir auf keinen Fall nehmen. Nathan, sieh mal, du hast es. Okay, siehst du? Nate Gulasch, kein Nate am Spieß. Wenn das also ein Test war, was wurde dann genau getestet? Einen Eimer füllen? Man musste vom heiligen Dismas wissen, über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles wussten. Kein allzu schwerer Test. Vielleicht ist das nicht der einzige. So hat es sich angefühlt, da reinzugreifen.